Okay, dann haben wir mal so eine Richtmaßnahme. Ich glaube, tiefer wird es nur. Also, man bräuchte halt wahrscheinlich schon eher Hilfe. Weil also allein, also gerade im Winter ist es wahrscheinlich schwierig, weil wenn es dann rutschig wird und so, dann kann es halt passieren, dass man da runterrutscht und dann könnte man umkippen, eventuell. Also wir haben eine Software, wir haben die Fahrtwunschanmeldungen und die Fahrtwunschanmeldungen werden von der Software automatisch an die Fahrzeuge disponiert. Das heißt, es kommt der Fahrtwunsch rein und die Software ermittelt automatisch die Fahrzeuge, die in der Nähe sind und bildet dann flexibel die Routen, die quasi abgefahren werden müssen, um quasi auch eine Bündelung stattfinden zu lassen. Das heißt, wir haben auch immer die kürzesten Wege und die beste Bündelungsquote und dadurch ermöglichen wir einerseits eine schnelle Abholung, das heißt innerhalb von 10 Minuten. Und andererseits aber auch immer kurze Wege. Der Bus hat 8 Sitzplätze plus ein Fahrer. Das heißt, wir nutzen sozusagen die gesamte Kapazitätsgröße aus, die möglich ist, so ein Fahrzeug auf den Verkehr zuzulassen, ohne Busfahrer, sondern halt mit der Führerscheinklasse 3.